Moin Moin und herzlich willkommen zu der Nummer, der Folge Nummer 2, so rum natürlich, von FIFA 17. Wir sind immer noch im Karrieremodus, wir sind immer noch an der Ostfront stationiert und wir spielen immer noch das Vorbereitungsturnier. Heute gegen ein paar Gegner, die wohl nicht zu lachen haben werden. Hoffe ich. Heute wollen wir auf jeden Fall mal ein paar neue Leute ausprobieren. Fluss. Ihn wollte ich sehr gerne mal ausprobieren gegen ihn. Kutschke bringt. Nee, den weiß ich nicht. Haben wir noch einen rechten Mittelfeldspieler? Nee. Also da besteht eigentlich Kaufbedarf, ne? Ja, wen bringe ich denn jetzt da? Ja, dann spielt doch wieder der Hauptmann mit. So, linken Kopflügel. Das mache ich übrigens jedes Mal so. Wie geht dieses? Das hängt mir wirklich auf die Nerven. Ich mache das jedes Mal so bei mir in der Karriere, dass ich einmal mit der Stammelf spiele, also die ich so habe, und einmal mit der mit der B11, ne? Also aber Kreuzer ist ein Verteidiger? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Also ich habe gar keinen rechten Mittelfeldspieler. Ich habe einen rechten Verteidiger. Okay. Ich habe auch keinen richtigen linken Mittelfeldspieler. Also bis auf ihn. Ach ja, und okay. Also da haben wir doch genug. Okay. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Konrad kann noch nicht. Und ihn bringen. Und er wollte ja eh mal draußen sein, genau. Von daher starten wir jetzt einfach mal das Spiel und schauen, was uns noch erwartet. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, ich habe die Geräusche rausgeschnitten. Denn ich musste mein Mikrofon ein klein wenig verschieben. Schön an dem Pfosten. Bei taktischem Freistoß kannst du den Schützenball mit R verschieben. Boah, was für ein Freistoßgott. Ach, diesen Menschen kann man nur lieben. Egal, Ukan Murcia CF. Alles klar, du spanischer Verein. Wir nennen dich einfach Murica. Das haben wir in der ersten Folge schon besprochen. Das ist auch vollkommen legitim. Alles klar, der passt gegen Mann nicht ganz so geil. Wo wollen sie denn hin? Wo wollen sie denn hin? Die Märtenherren. Ach klar, sie wollen uns verarschen. Da geht's über den Flügel. Oh, da sind sie sich ein bisschen zu uneinig. Ja, wir uns aber auch. Schön, jetzt müsste es mal ein bisschen. Ah. Schneller gehen, wenn wir nicht den Ball verlieren würden. Ah, schön abgefälscht. Oder war ich das? Nee, das war er. Ah, ich habe ihn in Bedrängnis gebracht. Von daher verbuche ich das für mich. Ey, dahin spiele ich und verrecke nie. Und jetzt einmal die KI wieder Fehler gemacht. Auf geht's, Kutschke.
Kutschke. Schönes Ding! Latte! Oh. Schade, Schokolade. Ah, oh, das war richtig gut gemacht eigentlich. Ja, warum nicht? Schön. Wow, wow, Alter. Hallo? Hallo? Weißt du, wer ich bin? Ja, ich wollte mal sagen, da gibt's Geld, war. Ach nur das nicht. Ja, wir wissen die. Ach so. Oh, ach so. Alter, was Kamera ändern, Ausgangsposition, Schützen wechseln, Seitenspieler. Alles klar. Wir probieren es einfach mal so. Der kommt nämlich gar nicht schlecht. Nur war das etwas schade. Aber nicht schlecht. Aber nicht übel. Lass sie kommen! Solange sie den Passierschein nicht haben, kommen sie ja nicht durch. Schön. Mal Türen. Kutschke. Boah, wie springt der denn dazwischen, Alter? Was hat er für Probleme? Da jumpt er einfach rein, so ein Geisteskranker. Schön, jetzt passen wir auf Lamberts. Oh, der kommt durch. Haben wir da übertrieben von den Beinen geholt. Ja, links, rechts, ha. Ausgetanzt, Opfer. Oh, schade. Aber es gibt nur einen Wurf und kein Absturz. Oh, 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 das war Auflauf. Ein Kochenhäuschen Auflauf war das. Oh, komm schon. Oh, schön. Gut, weitere geben. Gegeben. Pfosten. Oh, ja, 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 ja. Okay, unsere zweite Elf hält sich aber ebenfalls extrem gut, finde ich. Ach, schade. Da hat es auf jeden Fall ordentlich geschallert. Ja, es wollen so oben weitergehen, den Weg machen wir aber dicht. Schön. Lambretz zu spät abgespielt, schade. Einmal angetäuscht, hat nicht so gut geklappt. Oh, das Kür. Das hasse ich immer, dieses Antäuschen mit dem Rennen und dann wieder weggehen. Ich weiß nicht, ob das den Gegner schaden soll, aber im Endeffekt schadet es oft nur mir. Ah, schön durchgerungen, Kutschke. Schönes Ding. Und da ist er drin. Und da räumt er auch noch die Wasserflasche ab. Wunderschön. Sogar ins kurze Eck. Fein hat er es gemacht. Ja, fein. Ach, es war sogar der Hauptmann. Oh, Hauptmann, mein Hauptmann. Ja, das war schon faul von denen, finde ich auch. Warum die jetzt aber auch dafür Freistoß bekommen, verstehe ich nicht. Gott,
dreh dich im Kreis, so schnell du kannst. Komm schon. Da sind wir nicht mal ansatzweise gut genug drauf gegangen. Das war spottbillig. Ja, also ganz klar, wir haben uns zu sehr auf einen Typen konzentriert. Und das sollte nicht so sein. Ey, und ich krieg es nicht gebacken. Das ist unfassbar gerade. Komm, hau ruck jetzt. Schön Kutschke. Der Junge kommt einfach durch. Und der weiß ungefähr, wie man flanken muss. Ah, da haben wir den Boy etwas an die Füße geholt. Schön abgefangen. Ich wollte nicht zu dem Spiel, sondern zum Hauptmann. Ich weiß immer nicht so richtig, was ich machen soll, habe ich das Gefühl. Schön, jetzt mal. Jawohl. Da kommt auch irgendwie an. Ich wollte ein bisschen mehr Platz rausspielen. Hat nicht ganz so gut geklappt. Schade eigentlich. Oh, gibt doch noch einen Wurf. Aber für uns. It's all good. Landgraf. Oh, Biko, der kommt einfach nicht ran. Und der spielt denn da echt sauber ins Aus, okay. Schade. Ah, da kommt er wieder nicht gut ran. Einmal den falschen Spieler angewählt. Schade. Und das war es erstmal für die erste Hälfte. 1-1 ist in Ordnung. Hätte man den Fehler da hinten nicht begangen, würde es immer noch 1-0 stehen für uns wahrscheinlich. Haben wir noch einen Stürmer gar nicht gehabt? Nee, ne? Thomas Hiesner noch mal rein. Auf geht's, Junge. Junger Padawan. Na, nee, nicht gar nicht so gut. Oh, den hat er auf jeden Fall ordentlich ausgehebelt. Schön. Der hat ordentlich, boah, der hat richtig Platz. Komm, einmal, oh nein. Ja, und mal ganz ehrlich, aus dem Winkel zu schießen wäre auch echt, na, so ein Ding gewesen. Komm schon. Jawohl! Schieß doch ordentlich, Junge. Schön. Kutschke. Ah, das war gar nicht gut. Wir lassen zu viel Platz in der Mitte wahrscheinlich übrig. Ah, dann wird es hinten natürlich wieder ganz gut dicht eigentlich. Ja. Oh ja, so viel zur Dicht. Nein! Scheiße. Ficken. Oh, tanzen, jubelar, links, rechts. Ah, ich glaube, er geht in die Mitte. Na, ey, das habe ich schon in der FIFA 17 Demo gemerkt. Das ist so asozial. Du nimmst die richtige Seite und trotzdem kann der Torhüter ihn nicht halten. Das habe ich so oft schon in der FIFA 17 Demo mitbekommen. Das finde ich echt eine Frechheit. Dass ich jetzt nicht genau
ich jetzt nicht auf einen Zentimeter genau abstimmen kann, das müsste ihnen doch eigentlich auch klar sein. Eigentlich. Und das finde ich ehrlich gesagt noch eine ziemliche Frechheit. Oh Gott. Wir sind auf jeden Fall gerade arg im Bedrängnis. Erstmal den Ball weghauen. Wir brauchen, glaube ich, jetzt erstmal Luft. Luft. Schön, der gehört uns, der Ball. Schön, und jetzt lauf, genau, genau, gut. Aber der ist schon ziemlich im Arsch, im Arsch. Sauberes Ding. Spiel doch ab, Junge. Ey. Das war. Oh. Jawoll, den nächsten verletzen. Kutschke, jawollo. Ach, hieß das aber Mittelstürmer, ne? Ja, dann lass das so. Ja, es müssen sonst den Ball eigentlich gehen. Achso, nee, mittlerweile nicht mehr. Okay, verstanden. Ach ja, dass das immer ein bisschen dauert mit dem Abspielen, das muss ich doch eigentlich auch mitbekommen haben. Schönes Ding, der kommt auch ran, er ist ja frisch. Jawohl, jetzt bekommen wir mal einen Elfmeter. Wie man das verdient. Da gibt es auch die gelbe, jawohl. Ja, das haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Hier, man kann ein bisschen... Oh fuck. Oh. Gut, dass ich sich versaut habe. Obwohl, so langsam wie der Ball war, hätte er glaube ich sogar noch mal aufstehen können. Oh Mann, war das knapp. Ich wollte eigentlich zeigen, dass man hier noch ein bisschen hin und her laufen kann und alles verschieben kann. Aber gut. War dann der Fallschirm lustig. Ups. Aber naja, Tor ist Tor. Tor ist Tor. Oh, schön, das war gut. Ach, knapp. Schön. Fast noch eine Spur schöner. Ach, nein. Eigentlich würde ich gerne noch ein Ding vornehmen, aber ich würde halt auch erstmal gern wieder halbwegs den Flow reinbekommen bei mir. Der ist nämlich im Moment gerade ziemlich gestört, habe ich das Gefühl. Nein, da! Ey, dieser Spieler wechseln kurz bevor der Ball in die Nähe vom Spieler kommt, finde ich immer eine gefährliche Sache, weil oft kommen dann die Eingaben von Controller nicht mehr an. Schön durchgegeben. Der Typ ist leider auch schon wieder voll im Arsch. Und er hat einfach keinen Bock mehr weiterzulaufen. Okay, okay, warum nicht? Komm schon. Ah, schade. Komm, gib ihn doch durch, Junge. Ich mach noch mal eine Auswechslung. Einmal dürfen wir noch. Weil hier der Hauptmann, der kann gar nicht mehr. Der ist komplett im Arsch. Dann tun wir mal noch einen Verteidiger rein. Warum nicht? So. Und zack. Mach mal einen kurzen Pass natürlich. Schade.
Wie kann man dann vor und zurück gehen? Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach, kack jetzt. Ah, da geht's gut durch. Das ist einfach nicht gut, was hier gerade passiert. Ah, dafür ist es. Wow, halt auch die B11. Ecke. Oh, oh. Heiliger Kuh. Oh. Und ein Eigentor, ey Mann, das ist diese KKI ab und zu. Ja, ach, oh, da tue ich mal mein Bein hin, das ist doch schon eine gute Idee. Ach Mann, das hätte echt nicht sein müssen. Jetzt geht's hier oben lang. Den haben wir gut abgefangen. Schön. Komm, lauf du. Ey, wie kann der Typ, der 90 Minuten spielt, immer noch fitter sein als meiner, der gerade reingekommen ist? Drei Kamera ändern, okay. Ach, ich gucke immer nur nach vorne, wie die Typen sich bewegen und dadurch verliere ich jedes Mal den Ball. Oh nein! Schade. Schönes Ding. Schade. Tja, damit. Ja, wir haben erst eine große Fresse, gehabt und schon haben wir die Quittung dafür bekommen. Kann passieren. Ah, schade. Aber auch noch durch so ein dummes Eigentor, ey. Ganz ehrlich. Ich meine, zwei von drei Toren hätten nicht sein müssen. Das war immer das Elfmeter-Tor. Nicht, weil ich ein umgekrätscht habe und zu spät gekommen bin, weil ich springe in die richtige Ecke und egal. Zwangspause, Stefan Kutschke, 3 Monate. Also jetzt brauche ich auf jeden Fall Prüfung momentan angeboten mit anschließend Kauf. Die angegebene Gebühr ist in Ordnung. Wir hadern allerdings noch damit, ihn befristet ziehen zu lassen, doch im Inhalt komplett zu verlieren. Alles klar, dann müssen wir halt ab. Danke, Chef, dass Sie hier auf mich hören. Ich bin wieder fit, bla bla bla. Wir gucken noch einmal schnell in das. In dies. Ach, wie heißt es? Das Mittelfeld, genau. Ach, da haben wir noch gar nicht geschaut. Cool. Adriano. Alter, der Typ sieht aus. Gut, wir haben nur Angriff. Das ist. Schwierig. Das heißt, ich hätte gern einen Scout Manager. Ach, jetzt habe ich ihn gefeuert. Fuck. Zurückrufen, zurückrufen, zurückrufen. Ich möchte ein paar Aufträge. Ich brauche. Ja, warum denn immer Erfolg? Ach. So. Dann schauen wir doch mal. Wir brauchen auf jeden Fall einen rechten Verteidiger. Einen auf jeden Fall. So. Der muss ja auch nicht gut sein oder so. Der muss nur. Ja, defensiv orientiert auf jeden Fall. Viel versprechen wäre auch nicht schlecht.
Dann gehen wir hier auf jeden Fall ganz klar runter. Ich glaube, 23 ist ein gutes Alter für maximal Vertrag. Mache ich mal bis 4 Jahre. Also, dass er noch einen für 4 Jahre hat. Gut, das war das. Dann braucht man einen rechten Mittelfeldspieler. Genau. Flankenspitze nicht unbedingt, aber temporeich auf jeden Fall, vielversprechend. Angriffsorientiert, nee. Vertrag auch 4, da möchte ich tatsächlich noch ein Stück jünger sein, 22. Und ein Stürmer eigentlich. Einfach, Angreifer passt da glaube ich noch ein bisschen besser. Angriffsorientiert auf jeden Fall. Vielversprechend. Da kann er auch mal 24 Jahre alt sein. 4 Jahre. Und dann schicken wir die Scouts mal los. Aber die müssen auch erstmal zurückkommen. So. Ja. Halten mal ein paar Tage weiter. Klick, klick, klack. Nationaltrainer. Ich wollte Ihnen nur gratulieren und Ihnen für Ihr neues Dynamo Dresden alles Gute wünschen. Als Ihr Berater Ausgaben gehören, Ihnen Chancen verschaffen. Okay. Alles klar. Herr Knusprig, wir haben ein Transferangebot für Tim. Sie möchten ihn kaufen für 500.000. Er ist 23, das heißt, er hat bei mir auf jeden Fall noch 2 Jahre. Wenn er sich bis dahin nicht entwickelt hat, wird schwierig. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall noch eine ganze Ecke stärker werden kann. Nee. Dann ist eh nicht machen. ja, richtig Scout. Abschlussbericht Emre Moore. Okay. Boah, Alter, der ist schon richtig stark, ey. Meine Fresse. Nicht schlecht. Was die kommende. Ah, Hauptmann, ich bin in der Zeit sehr gut davor. Ich fühle mich. Wohl, ich hoffe daher, dass ich in diesem Spiel nicht auf der Bank sitzen werde. Ja, schauen wir mal, ne? News. Sind unsere Scout-Leute schon wieder da? Globales Transfer, sehr, sehr schön. Wir haben nur Deutsch. Stopp. Abbrecht. Jetzt. Wo schickt man den hin? Also klar, Deutsche immer eigentlich in deutschen Länder. Das ist ja schon klar. Ja, komm, machen wir mal nur die deutschsprachigen Länder. Hier, Deutschland, Österreich, Schweiz. Schweiz, ist der. Und Österreich. Zack. So, da haben sie auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Wer nichts mehr zu tun hat, sind wir, denn wir sind schon wieder fertig mit der Folge für heute. Leider eine Niederlage. Kotzt mich ein bisschen an. Aber okay, wir haben noch ein Spiel in der Gruppe, was wir gewinnen müssen. Wenn wir nicht Schützenhilfe von Murcia bekommen, sehe ich gerade. Gut, das heißt. Nächstes Mal schauen wir auf jeden Fall schon mal unsere etwas mehr in Richtung Stammspielermannschaft an. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt knusprig und wir sehen uns. Ciao.